Ich habe da eine interessante Geschichte gehört. Nicht schon wieder eine eurer Geschichten. Die Waldelfen tief im Wald erzählen, dass ein Wesen namens Wildkönig existiert. Ja, ja, das Wildkönig, ja, ja. Mhm. Für mich klingt das nach jeder Menge Aberglauben. Mhm. Klassenfertigkeiten. Klingt interessant. Was ist? Ja, Luda, erzähl mal. Oh mein Gott. Das ist auch nice. Ich weiß zumindest, ab wo an das Spiel bereits abgekackt ist. Ab diesem Punkt. Wir waren eigentlich... Also als wir aufgehört hatten, waren wir eigentlich da unten, wo der Typ mit dem Buch sitzt. Das Spiel ist recht früh abgekackt. Karottenpudding. Ich habe da eine interessante okay. Geschichte. Kann ich wahrscheinlich eh noch nicht erstellen. Die Waldelfen so. Tief im Wald erzählen, dass ein Wesen namens Wildkönig existiert, mhm. Das Walenwald. Ah, noch mehr Ratte. Ich muss jetzt die ganze komplette Ratte wieder zusammensetzen. Also suchen. Das wäre man ja. Dann kuschel dich mal ins Bettchen. Bei mir bullert die Heizung neben mir wieder. Hm. Der PC, können wir uns beruhigen? Ja, bitte? Ja, super nice. Danke. Das klingt immer wie so ein Motorrad, was gerade startet. Mein PC. Vielleicht sollte ich ihn entstauben. Das ist ja eh so. Meine Freundin. Ja, Daki, heute gibt's eh so. dafür habt ihr ja abgestimmt. Beziehungsweise, ich glaube, es war Jenny. Meine ich. Wenn ich es richtig gesehen habe. Es wurde für ESO abgestimmt, unter anderem. Und für Avastella. Und FF war ja sowieso ein Vorschlag von mir. Aber das gucken wir mal, ob ich das schaffe. Ah, Leel darf. Ja, hab dafür gestimmt. Ich glaube, Daki wird auf ewig sich vor dir verneigen, Jenny. Aber ich hatte ja sowieso versprochen, dass es diese Woche nochmal ESO gibt. Weil es ja am Montag nicht richtig ESO gab. Da hatten wir ja nur diese 1,5-2 Stunden. Und danach haben wir ja den Warteschlangen-Simulator gespielt. Deswegen, ne? Ja, um ein bisschen zu gucken bei ESO. Oh. Gib vor, dass wir alte Freunde sind, die sich nach langer Zeit wieder treffen. Ich möchte meine Tarnung nicht aufliegen lassen, nur weil ich um Hilfe bitte. Was? Wer seid ihr? Großartige Leistung. Ich brauche eine Assistentin für ein paar heikle Aufgaben. Und ihr seht mir genau richtig dafür aus. Ich ermittle verdeckt in einer Serie von Diebstählen in Marburg. Dieser Künstler ist ein Meister seines Fachs. warum braucht ihr meine Hilfe? Der Künstler nimmt hiesige Altmeer aufs Korn, also schöpfte ich Verdacht. Wir müssen den Künstler schnappen, ehe die Königin sein Ziel wird. Nehmt meine Notizen. Ich gehe der Sache nach. Jo, so weit waren wir beim letzten Mal dann auch. Und dann hat es abgekackt. Das ist immer noch besorgt, die Rattenteile. Ja, ich benutze gleich seine Notizen. Ja, ging schon von persönlichem Wert. Was? Okay, ja. Rattenteile. Diese Quest ist sehr makaber. Mhm. Sehr, sehr makaber. Ich mag Koralit. Musik. Mhm. Sind die Richtung.
Ja, wir sehen uns besser vor. Bess? Kommen wir klar? Ja? Habe ich hier noch irgendwas? Nee. Nee, hatte ich nicht. Bestrebung. Klassenfertigkeiten. Schreinerbank. 5 Sachen herstellen. Ist dabei egal, was für Sachen. So. Wie geht der Bestrebung? Tierhaltung. Eine der wenigen Arbeiten, die nicht gegen den Grünen Pakt verstoßen. Aber in Marbruck ist das Geld. Wisst ihr irgendwas über den Künstler? Wisst ihr, was ich glaube? Dieser alte Bankier Talqua hat einen Dieb angeworben, um von den reichen Altmer zu stehlen, damit die dann dafür bezahlen, dass Talqua ihre Wertsachen aufbewahrt. Wie kommt ihr darauf? Nun, der Künstler hat es nur auf Altmer abgesehen, die Bank nicht benutzen. Und vergesst nicht, Talqua hat diesen Bosma-Lehrling, dem er die Schuld geben kann. Okay. Passt auf. Ich habe da eine interessante Geschichte gehört. In der Tat habt ihr das. Ich frage nicht, warum mein PC so laut ist. Ich frage einfach nicht. Ich möchte es gar nicht wissen. Überhaupt nicht. Na. Warum habe ich das zweimal? Im Bett. Toll. Ja. Bett ist schön. Bett ist sehr, sehr toll. So, da. Servus. Alles ist hier. Wunderbar. Gebt mir etwas Zeit, um unser Elixier anzuwenden. Was nun? Jetzt schauen wir uns die praktische Anwendung dieses sagenhaften Elixiers an. Wenn ihr uns noch ein letztes Mal helfen würdet, werde ich eure Belohnung erhöhen. Jo, Frisches ist jetzt auch auf dem Weg. Ich sag doch, dass er bald Feierabend macht. Das ist nur 10 Minuten später als geplant. Aber passt. Würde mich freuen, wenn du es mal anfängst, Jenny. Können wir zusammen durch die Wildnis streifen? Was meint ihr mit praktischer Anwendung? Was soll ich tun? Mein Kollege und ich sind von schadenfrohen Wesen. Und durch eben dieses Wesen drücken wir unseren Freunden unsere Zuneigung aus. Unsere enge Freundin Kalima ist, wie Timiwe sagt, ein Grummelkäfer. Wir wollen sie etwas aufheitern. Alles klar, Luna. Wie wird eine wiederbelebte Ratte eure Freundin aufheitern? Steckt diese zuckende Nagetierdinger in ihren Rucksack dort drüben in der Ecke. Sie kommt gleich zurück und dann sehen wir die Früchte unserer Arbeit. Timiwi und ich haben eine Wette laufen. Er glaubt, dass sie sich vor Lachen nicht mehr halten können wird. Nun, ich erwarte diese Reaktion nicht. Ich auch nicht.
Das kann doch nur in die Hose gehen. Die zweite Stufe ist die wichtigste. Welchen Nutzen hat magische Befragung, wenn sie keine Beziehung schüren kann? Es ist verbracht. Wann erfahrt ihr die Ergebnisse? Ausgezeichnet. Hier ist eure Bezahlung. Ich vermute, unsere liebe Freundin dürfte jeden Augenblick zurück sein. Falls ihr also noch hier bleiben wollt, dann dürfte euch ein unterhaltsames Spektakel erwarten. Oh, was ist das? Adamir! Timmy W., ich werde euch alle beide umbringen. Lauft, Jungs. Lauft um euer Leben. Lauft so schnell euch eure Füße tragen. Ich glaub, die Frau ist wütend. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber... Oh, Leute. Wir müssen alle zusammenhalten. Das ist allerdings wahr. Ich mache mir Sorgen um meine Schwester. Sie ist am Mondhänger Außenposten stationiert und es geht das Gerücht um, dass dort seit einiger Zeit Dädrische... Du wirst ja einfach nur zugetextet von irgendwelchen Leuten. Auriel möge uns beistehen. Was? Ja, ist so gut. Servus. Susik dachte, Marbruck sei eine brandneue Stadt, aber sie ist schon sehr beliebt. Selbst die Hoheiten kommen zu Besuch. Wisst ihr irgendwas über den Künstler? Oh, heute ist euer Glückstag. Dieser kam vor kurzem in den Besitz einer der Botschaften des Künstlers. Sie trägt seine Handschrift. Eine Botschaft? Darf ich sie sehen? Susik ist doch nicht die Wohlfahrt. Er muss doch seine Kätzchen ernähren. Je richtiger wird, desto wertvoller wird seine Unterschrift werden. Ja, komm. Kaufen wir. Eine weise Entscheidung. Susiks Gefährtin war außer sich, als dieser teuer für die Notiz bezahlte. Sie denkt, sie wäre wertlos. Doch wir wissen, dass es anders ist, nicht wahr? Wurde das auf Pergament geschrieben? Ja, die Religion der Bosmer untersagt die Verwendung von Papier. Also müssen sie stattdessen Tierhäute verwenden. In Marbruck benutzen sie nur wenige. So. Wir kaufen. Gerne meine Sachen da loswerden. Einrichtung. Ja. So. Wunderbar. Ich habe euch euren wertvollsten Besitz geraubt. Kommt in 2 Wochen im Morgengrauen zur Bank. Dort werde ich meinen Preis für die Rückgabe fordern. Sollte jemand vom Inhalt dieser Nachricht erzählen, ist ihr Besitz verloren. Es ist kein Ende in Sicht. Okay. Das Gesetz von Fleischfell und Knochen verpflichtet uns, alles Fleischliche in der Luft, auf dem Boden und unter dem Meer zu verwenden. Deshalb die Überlegenheit des bosmerischen Lederhandwerks. Habt ihr etwas über den Künstler gehört? Es lässt sich wohl kaum vermeiden. Unter uns gesagt, hoffe ich, dass der Künstler nie gefangen wird. Woran liegt das? Weil der Dieb ganz offensichtlich ein Bosmer ist. Es würde die Beziehungen im Dominion noch stärker belasten, als sie es ohnehin schon sind. Woher wisst ihr, dass der Künstler ein Bosmer ist? In der Kultur der Bosmer gilt der Diebstahl als Kunstform. Und je wichtiger ein Gegenstand dem Opfer ist, desto besser ist auch der Diebstahl. Und es gibt mehr als nur eine Handvoll Bosmer, die unglücklich darüber sind, dass die Altmer Marbruck in Walenwald errichtet haben. Okay.
Für mich klingt das nach jeder Menge. Ich bin gespannt, ob wir aus dieser Stadt nochmal rauskommen. Ach, ich wäre jetzt bald an dir vorbeigelaufen. Ihr kommt und wisst, was ihr wollt. So war ich einst auch vor nicht allzu langer Zeit. Bitte, gebt dem armen Kuralid etwas Gold. Habt ihr etwas über den Künstler gehört? Kuralid hört und sieht vieles, aber es ist so schwer, sich an etwas zu erinnern, wenn einen der Magen knurrt. Doch leider hat er kein Geld für Speisen. Na schön, jetzt etwas Gold. Seid tausendfach gesegnet. Die Nachtsicht von diesem hat ihn noch nicht im Stich gelassen. Kuralid hat einen Blick auf einen Bossmer erhascht, der sich in die Bank geschlichen hat. Okay. Ich entschuldige mich im Voraus für Verzögerungen bei unseren Diensten. Mein Lehrling Nidras ist nach oben gegangen, um sich um persönliche Angelegenheiten zu kümmern. Habt ihr vom Künstler gehört? Und wie ich das habe. Es gibt einen beständigen Strom an Altmeer, die hier ihre Wertsachen hinterlegen, seit die Diebstähle anfingen. Der Künstler hat das noch nicht auf die Bank abgesehen? Das würde ich gerne einmal sehen. Der hat eine Ratte aus seinem Tresen. Ich bin echter Fachmann für Sicherheit. Niemand kann die Bank ohne die Schlüssel betreten. Aber nur ich und mein Lehrling Nidras haben sie. Pächter gesucht. Was fühlt sich halt mehr als Ziele? Das Volk, Reue, Täuschung. Persönlichen Wert. Mann, Opfer. Servus. Wenn ihr die Dienste einer Bank benötigt, kann euch mein Meister Talqua unten helfen. Und wenn ich gerne mit dem Künstler sprechen würde? Ah, ihr arbeitet mit Cinna zusammen. Mir ist schon aufgefallen, dass ihr auf dem Markt neue Freunde gefunden habt. Wenn ihr es euch zusammengereimt habt, muss ich mich wohl nicht mehr verstellen. Warum habt ihr von den Alten mal gestohlen? Mein ursprünglicher Plan war es, das Diebesrecht auszuüben. Ich stehle kostbare Gegenstände von den Altmeer und verlange dann für ihre Rückgabe von ihnen, dass sie Marbruck verlassen. Wo sind die Wertsachen? Es stellte sich heraus, dass die Altmeer das Recht nicht achten. Also habe ich sie zurückgebracht. Jetzt lasse ich einfach den Hass auf Altmeer meine Arbeit für mich machen. Was meint ihr damit? Das werdet ihr bald wissen. Nun, ich habe die Wachen informiert, dass der Künstler in der Bank gewesen ist. Und nun schleicht ihr hier herum. Ich würde euch raten, lieber zu gehen. Mhm. Sehr freundlich, der Kerl. Wirklich. Servus. Habt ihr herausgefunden, wer der Künstler ist? Der Künstler ist Nidras, der Lehrling des Bankiers. Der Lehrling des... Warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Ihr habt meinen Dank, weil ihr ihn gefunden habt. Aber jetzt müssen wir uns um das Chaos kümmern, das er mir hinterlassen hat. Was ist los? Der Bastard hat das Diebesgut in die falschen Häuser zurückgebracht. Dann hat er anonyme Briefe an die Opfer verschickt und den Besitzern der Häuser die Schuld untergeschoben. Wie haben die Opfer reagiert? Sie glauben nur allzu leicht, dass ihre Nachbarn sie bestohlen hätten und wir konnten Gewalt eben gerade noch so verhindern. Wir müssen diese Wertsachen finden. Ich werde sie finden. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Laut der Briefe sind die Gegenstände in Häusern in ganz Marbruck. Ihr werdet gründlich suchen müssen, um sie zu finden. Muss ich mich da reinschleichen? Hm.
Nee, ich muss zumindest nicht keinen Schlüssel öffnen. Servus. Ist doch überhaupt nicht seltsam, einfach in ein fremdes Haus zu gehen und. Egal. Lassen wir einfach so stehen. Aber ganz ehrlich, da würde es mich dann auch nicht wundern, wenn Sachen wegkommen. Hast du das nie sonst? Nee, eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Fangt jetzt keinen Ärger an. Ja klar, da darf ich jetzt aufschließen, oder was? Das ist so verarsche. Weißt du, die in der Stadt haben ihre Häuser offen. Die auf dem Land haben's zu. Oder vor der Stadt. Ja, toll. Wache, hau ab. Bitte. Mich beobachtet. Ich bin mir einfach nur beobachtet. Geh weg. Push dich. Genau, dreh dich um. Mein Lux ist schon wieder am Fauchen. Boah, die Leute, bei denen ich einbreche, die sagen halt auch einfach nichts. Die stehen halt einfach. Servus, ne? Aha, ich habe euch in Flagranti erwischt, Künstler. Diebe können es einfach nicht lassen, an den Tatort zurückzukehren, nicht wahr? Ja, klar. Ich stehle während... Ach, egal. Guck mal, die Wache und sagt, halt, was machen sie da? Das war schon... Alter. Hallo, Kitty. Ja, das war's auch nicht. Irgendwie... Aber Junge, soll das was mit deinem Mund machen? Also, das lässt sich so dauerhaft hochziehen. Das bleibt das noch so. Nie das ist der Künstler, nicht ich. Ihr wollt jemand anderem die Schuld unterschieben? Ja. Darauf falle ich nicht herein. Lande ich wieder im Kerker? Dann, dass ihr das Diebesgut dabei habt. Hä? Cinna hat mich entsandt, um das Diebesgut zu bergen. Ihr kennt Cinna? Nun, das beweist noch gar nichts. Ihr könntet seinen Namen aufgeschnappt haben, als ihr von den Ermittlungen in eurem Fall gehört habt. Wie wäre es, wenn wir zu Cinna gehen würden? Eine hervorragende Idee, die ich gerade selbst vorschlagen wollte. Ja, nee, ist klar. Cinna ist auf der Stadtebene mit dem Unterhaltungspavillon. Geht ihr nur voran. Ich bin nicht so leichtgläubig, gemeinem Gesindel den Rücken zuzudrehen. Hm. Ich will schon die ganze Zeit den Mund so hochzuziehen. Ja, aber wirklich, so. Nee, das würde ich gar nicht durchhalten. Die würde ich nicht durchhalten. Das ist just, ja. Hauptmann, ich habe gute Neuigkeiten. Ich fürchte, ihr verwechselt mich. Hauptmann Cinna. Ich habe den Künstler festgenommen. Keine Zeit für Dankesworte. Ich muss weiter meine Runde drehen. Die Götter mögen euch strafen. Ich kann nicht glauben, dass er gerade meine Tarnung auffliegen ließ. Bitte, sagt mir, dass ihr gute Neuigkeiten habt. Ich habe alle Gegenstände gefunden, die der Künstler gestohlen hatte. Stendar sei Dank. Die Lage wurde schon etwas angespannt. Ich weiß dank unserer sorgfältigen Untersuchungen, dass ihr nicht der Künstler seid. Ihr seid frei.
Wir werden die Gegenstände ihren ursprünglichen Besitzern zurückgeben. Nett. Wirklich. So. Das heißt, ich kann jetzt die Stadt verlassen, ja? Yay! Du ein super Mensch. Aber wirklich. Ich kümmere euch um eure Angelegenheiten. Ach, Darky. Gerade wieder ein Pokémon spielen ist und ich habe einen Kroko und eine Katze durch Wunder das bekommen. Nur die doofe Ente. No. Das Entchen. Ich versuche gerade gar nicht, was ich gerade geguckt hatte. Servus. Dunkle Monde, diese verrückten Bosmer ergeben keinen Sinn. Hasasi kommt, um für Königin Eiren zu verhandeln, um ihre Nöte zu hören. Und alles, was sie tun, ist tanzen und scherzen. Hasasi ist erst seit kurzer Zeit hier und schon hasst er dieses Dorf. Achso. Krasendar hat mich geschickt, um bei den Verhandlungen zu helfen. Welche Verhandlungen? Diese stinkenden Elfen wollen nicht reden. Sie sagen, sie würden nur auf den Wildkönig hören. Wer ist das? Wer weiß? Sie ziehen Hasasi lieber am Schwanz, als ihm eine ehrliche Antwort zu geben. Das ist nicht fair. Hasasi kriegt immer die schlechtesten Aufträge. Vielleicht sollte ich einfach selbst mit ihnen sprechen. Hasasi gefällt diese Idee. Wenn ihr es nur schafft, dass die von Dornbruch es verstehen, so wird dieser beeindruckt sein. Hasasi denkt, es ist wie eine wilde Guar-Jagd. Aber wenn ihr es versuchen wollt, dann sprecht mit dem Baumtanne. Möget ihr mehr Glück haben als Hasasi. Nur in einem passenden Dampfmannhäuschen finden. Oh. Ihr müsst eigentlich irgendwann auch mal anfangen, mein Haus einzurichten. Bisher stehen ja nur irgendwelche komischen Statuen. Ich denke nicht, dass ich respektlos war. Manchmal kann man Leute... Ein weiterer Gast? Wir sehen hier üblicherweise nicht so viele Reisende in diesem Teil Walenwalds. Wisst ihr denn nicht, dass es hinter den glänzenden Mauern von Marbruck sicherer ist? Selbst König Camoran zögert, an den Hof des Wildkönigs zu kommen. Ich bin hier, um im Namen des Dominions zu verhandeln. Verhandeln? Worüber? Ich weiß. Ihr wollt, dass wir uns eurer Königin beugen und diesem Altmeri-Dominion die Treue schwören. Das Problem ist, dass wir nur dem Wildkönig gehorchen. Und ich glaube nicht, dass er sich sehr um euer Dominion sorgt. Kann ich mit dem Wildkönig sprechen? Natürlich. Ich ziehe ihn nur eben schnell aus meiner Tasche. Euresgleichen versteht das einfach nicht. Der Wildkönig wacht über den ganzen Wald. Er hat keine Zeit, Gäste zu unterhalten. Warum, glaubt ihr, zweifeln so viele an seiner Existenz? Hat ihr je mit dem Wildkönig gesprochen? Nicht persönlich, aber ich zweifle nicht an der Existenz des Wildkönigs. Er spricht zu mir durch die rauschenden Bäche und den Wind in den Bäumen. Andere Bosmer bitten ihn um eine Audienz, doch ich brauche das nicht zu tun. Er sagt mir bereits alles, was ich wissen muss. Kann ich um eine Audienz bitten? Ich könnte es euch verraten. Aber wie weiß ich, dass man euch vertrauen kann? Ihr bittet uns, eure Feinde mit euch zu teilen. Aber werdet ihr auch unsere Feinde zu euren machen? Die Waldorks sind eine Plage, derer wir uns nicht entledigen können. Wenn ihr uns helft, sie zu vertreiben, dann erzähle ich euch, was ihr wissen wollt. Wie vertreibe ich sie? Schlurfer.
holt Samen vom schimmernden Baum im Dorf und pflanzt sie im Orklager ein. Schon nach wenigen Minuten werden sie unsere Vergeltung hervorbringen. Der Ork-Häuptling wird aber nicht so leicht aufgeben. Tötet nur ihn. Überlasst den Rest den Schlurfern. In Ordnung. Ich denke, ich werde damit fertig. Kommt erst zurück, wenn ihr die Orks vertrieben habt. Ich muss mich um wichtige Angelegenheiten kümmern. Was hat es denn mit diesen Samen genau auf sich? Die Koloppi-Samen? Nun, wenn ihr sie in etwas pflanzt, dann sprießen sie zu einer Blume, aus der wiederum Wächter wachsen. Falls ihr noch mehr wollt, dann müsst ihr den Wildkönig darum bitten. Aber natürlich nur, wenn ihr eine Audienz erhaltet. Was genau sind diese Schlurfer? Sie sind Geschenke des Wildkönigs, Verkörperung der ungezügelten Energie des Waldes. Sie beschützen das Dorf. Sie sind nicht allzu schlau. Wir können sie zwar nicht gegen die Orks lenken, aber wenn sie unmittelbar in deren Lager wachsen, werden sie wissen, was zu tun ist. Okay. So, ich werde einmal ganz kurz schauen, ob meine Wäsche fertig ist. Weil irgendwie hat die Waschmaschine nämlich eben gerade abgepumpt. Ich möchte...